Ich gehe davon aus, dass das Paar weiter steigen wird, da der Aufwärtsdruck nur zunimmt. Wilco van Boxtel, Trade React. Die neuseeländische Handelsbilanz ist im März zurückgegangen. Wilco, wie glauben Sie, hat das Währungspaar den Aufwärtstrend ausgeschöpft? Was ist Ihre kurzfristige Prognose? Betrachten wir die Entwicklung des Wechselkursmusters. So prallte es von einem mehrjährigen Tief von 1,05 ab, dann legte es eine falsche Pause ein und scheint jetzt ein inverses Kopf- und Schultermuster zu prägen, gerade an der Halslinie liegend. Also ich erwarte einen Anstieg, aber mal sehen, wie sich der Preis weiterentwickelt. Und jetzt zur 3-Monats-Prognose. Die Devisenhändler messen dem Abwärtstrend des Bares australischer Dollar, Neuseeland-Dollar noch reichlich Entwicklungsraum zu. Was ist Ihre mittelfristige Prognose? Ich gehe davon aus, dass sich dieses inverse Kopf- und Schultermuster weiterentwickeln wird, obwohl diese Kursbewegung durch gewisse Ereignisse unterstützt werden muss. Ich gehe davon aus, dass das Paar weiter steigen wird, da der Aufwärtsdruck nur zunimmt. Das wäre meine Prognose. Am Mittwoch erlitt der australische Verbraucherpreisindex den ersten Rückschlag seit mehr als 7 Jahren und erweckte dadurch Bedenken hinsichtlich der lokalen Währung. Lautet Ihre längerfristige 12-Monats-Prognose? Wie gesagt, erwarte ich einen andauernden und dynamischen Aufwärtstrend, einen echten Aufschwung bis zu höheren Zielen, die für die Vervollständigung des inversen Kopf- und Schultermusters sorgen. Aber nach diesem Aufschwung sollte Marke der Gewinnrückgabe erreicht werden, was zu einem überkauften Bereich führen wird und demzufolge werden die Preise fallen und in die normale Handelsspanne zurückkehren. In 12 Monaten dürfte das Support-Level mit einem 200-Tage-Durchschnitt wieder übereinstimmen und einem gerechten Preis entsprechen. Wilco, vielen Dank für die Teilnahme. Das Dukascope TV-Team ist schon dabei, die nächste Währungsprognose vorzubereiten. Bleiben Sie dran!